Ja, und da sind wir mal wieder mit Reiter und Knolle. Ja, Hey, hallo. Guten Tag. Alle durcheinander. Alle durcheinander, genau. Okay, dann wollen wir mal weitermachen. So, Genau. letztes Mal hatte ich da. Jetzt bin ich hier rausgerannt ohne Ja, müssen Sinn wir und nochmal zurück. Verstand. Ja, ich muss noch ein paar Schaufeln haben, fällt mir gerade so ein. Und dafür brauche ich. Was haben wir Was denn sind hier so bei Schönes uns? drin? Steine. Da sind Ja, Steine. könnt ja noch mal nach Nahrung schauen, nach unserem Nahrungsfeld. Dazu haben wir doch hier bestimmt eine Hake. Zwei Schaufeln sollen erstmal reichen, War oder? keine Hake gehabt mehr? Okay. Ja. Gott, hier am See ist nirgends so ein Creeper oder sowas, das mir schaden könnte. Oder der mir schaden könnte. Ne, gut. Und ne, da rein. Für meine Zuschauer noch, ich spiele mit dem Sonic, also das Unbelievable Shaders Version 10. Gut, Schaufel vorhanden. Shader Mod und was macht. Was, hä? Ich hab's alles auf Band. Was macht mein Ding hier? Ach, das ist mit dem Tintenfisch verbunden. Das schwimmt Aha. mit dem Tintenfisch drin. Ich dachte schon, was ist jetzt los mit dem Ding? Ich hab das alles aufgenommen. Ich hab die Ja. Beweise. Der Tintenfisch, der ist jetzt böse auf dich. Wenn du ins Ja. Wasser fällst, dann geht er dich an. Jetzt sind meine Lederschuhe nass. Meine Oh. schönen roten Lederschuhe. Bist Nur du der diese Papst, Betonung. ne? Ja. Hatten wir das nicht irgendwie schon? Ich glaube ja, ne? Ja, wir hatten uns schon lustig gemacht über die roten Schuhe. Ja, Okay. ihr seid nur neidisch, weil ihr sowas nicht habt. Oh ja, klar. Weißt du, um Minecraft noch frauentauglicher zu machen, müsste man hier noch Handtaschen kräften können. So, und da noch ein bisschen weg. Ich weiß gar nicht, wie weit hier. Ach, da kann ich auch noch bestimmt aushöhlen. Oh, da sind schon Löcher. Okay, dann müssen wir da die Wände gleich stopfen. Ein Loch ist Oha. dafür da, um es zu stopfen. Warum backt dieser Haken manchmal so rum? Tja, So, da das muss liegt noch bestimmt am was Tintenfisch. hin, oder? Ja. Ich habe Nemo gefunden. Ich habe ja schon zwei Nemos, glaube ich. Ja. Von der letzten Folge habe ich noch einen. Eben, wollte ich gerade sagen, du hast doch schon mal Nemo gefunden. Na dann. Der Zwillingsbruder von Nemo jetzt, oder was? Ja, wahrscheinlich. So, jetzt habe ich hier Oder schön vielleicht auch Fläche der gemacht. Vater. Wie der heißt, weiß ich gar nicht mehr. Schon so lange her, dass ich das mal geguckt habe. Eine Tür brauchen wir da noch. Da muss ich erstmal los. Ich glaube, eine Oben Tür war noch ist eine noch. Tür drinne, ne? Also nicht eine Ja. Tür, sondern ein Nee. Gartenzauntor. Genau. War auch Und oben drinne, Dori war ne? doch der blaue, oder? Was? Dori, der blaue war das doch. Oh ja, ich glaube ja. Ja. Aber ich kann mich eh immer nur an das erinnern, was ich nur nachmachen kann, nämlich 3, 2, 1, moins, moins. Holz, ja, könnte ich ja dann vielleicht noch ein paar Gartenzaunteile machen. Dann nehme ich doch noch hier was mit, oder? Aber da ist nicht mehr so viel drin. Doch, richtig Holz ist da drin. Dann nehme ich das. Dann kann ich ja noch ein paar Zäune bauen. Genau, und ich bringe noch neun Brot oben rein in die Ja, ich habe schon Nahrungskiste. wieder eine Salmonelle gefunden. Salmonellen. Keiner will sie haben. Ja, ne? Ja. Bei Da Minecraft kam schon alles letzte kein Ding. Folge, ne? Ja. Mit der Salmonelle. Hatten wir da auch schon, genau. Ich tue hier mal bei Nahrung noch eine Steinhacke rein, Gut. damit, falls wir noch Nein, irgendwie ich habe Felder verpasst den anlegen oder Fisch. so. Ich habe den Fisch verpasst. Du So. hast den Fisch verpasst. Stacks alle rein. Wie sieht's mitten mit der Tageszeit aus? Es ist Passt. Mittag. Zaun. Ganz viele. Könnte passen. So, 64, 128 Zaunteile sollte einigermaßen reichen, Ja, kommt drauf an, wie groß du ne? halt deine Die Fläche dort Schippe machst, ne? erstmal weg. Ja. Wo soll ich denn das Tor Ich mache jetzt hinmachen? mal ohne Hut. Vorne Oh, wie links am heißt Rand das? mehr? Jetzt frage ich euch mal was. Heißt es Hut oder wie spricht man das aus? Ja, ne? Hut, oder? Was? Also das, wo alles eingeblendet ist. Also Hut?
Hat mit Inventar und so. Hood-Up-Display. Also, ja. Dann habe ich das hier mal ausgeblendet, das sieht schön aus. Ja, das muss weg. Das Teil kriegt das so. Dauert etwas länger, ja, das aber muss geht. Weg. Das hat auch wieder so gepasst, ne? Ja. Das habe ich jetzt mal ausgeblendet. Ja, das muss weg. Ja, ich habe schon wieder einen Fisch. Aber der war ein bisschen weit geworfen. Mal gucken, dass wir das hier irgendwie hinkriegen. Ja, eigentlich aussetzen hier raus. Akazienholz. Okay. Frage kommen. Ah, hier sind Schweine und Schafe, also von hier müssen wir dann mal das Viehzeug zu uns locken. Aha. Hinter dem See noch. Okay. Ja, da kommen Setzlinge. Ah, schön. Oh, Fallschaden, shit. Jetzt habe ich nur 3 Fische, die man braten kann. Eigentlich backt man die ja, ne? Backfisch. Kommt immer drauf an. Gegrillte Forelle oder was? Riecht man das auch so? Was macht ein Schaf auf dem Baum? Ja. Atombombenschreck. Oh nee, nicht schon wieder runtergefallen. Ist eine Höhle. Okay. Aprisus. Atombomben stricken und sich wundern, wenn eine Kuh vorbeigeflogen kommt. Das ist wie mit den 2 Schafen, die im Baum sitzen, oder wie war das? Oder waren das 2 Kühe? Weiß ich nicht mehr. Nein, das war ja das, genau. Achso, das war das. Ich hab das ein bisschen anders erzählt. Weil der Priester hat ja gefragt, was machen die? Ja, die stricken Atombomben und wundern sich, dass Kühe vorbeifliegen. Das ist eigentlich alles hier nicht, aber... So. Jo. Ich krieg's Angeln gerade nicht mehr hin. Ich hab das bestimmt wieder verlernt. Ja, der geht runter und ich weiß nicht warum, aber ich krieg immer im falschen Moment. Okay. Ich mach mal hier jetzt. Jo. Ich achte auch gerade ein bisschen mehr auf die Umgebung, also auf meinen Schatten und so, weil der steht im Wasser, das ist ja das Komische. So, jetzt kriegen hier ganz sicher Kramen, die hier mit Weizen oder mit Samen hinter einem her. Ja. Schweine kommen mit Weizen, glaube ich, hinter dir her. Ne, mit Karotten. Mit Karotten. Karotten, genau. Schafe waren das mit Weizen. Genau. Gut, also als nächstes dann halt, wenn du dein Gehege dort fertig hast, kann man die Schafe anlocken. Ich glaube, also du kannst kommen. Nicht im Wasser. Du kannst kommen. Ja, gut, ich brauche erstmal Weiz. Wenn du dein Gehege fertig hast, ich hab's fertig. ja, kannst da nicht rein. So eine Schleuse hinbauen, ne? Ja, erstmal haben wir das erstmal einfach. Na ja, gut. So. Ich hab gerade einfach mal so, der hing nämlich in der Luft. Hab ich einfach mal so abgedrückt, Türchen? Wollte ich jetzt gerade schon sagen. Ach, ich hab kein Türchen mehr. Ich hab einfach mal, gedrückt, weil ich wusste nicht, wenn jemand kommt, wenn ein Fisch kommt, und dann war gerade einer da. Na dann. So, und hier kann man jetzt gerade noch so ein bisschen schöne Sonne sehen, wie sie gerade untergeht. Genau. Deswegen langsam ruft das Bettchen wieder. Ja. Was habt ihr eigentlich hier mit den Hühnern gemacht? Hier ist ja nur noch ein Huhn drin. Ja, das andere Huhn weiß ich auch nicht, wo das hin ist. Das hat wohl irgendwie einen Ausgang gefunden, den wir noch nicht kannten. Ja. Das hat sich bestimmt durch die Erde gegraben. oder ist es abgeschossen worden, das weiß ich nicht. Geht das eigentlich? Oh, ich dachte schon, hier drin wäre ein Skelett oder so. Nee, ja. Das bin ich. Du bist ein Spinnenreiter. Das könnte der Keller werden, sozusagen. Ja. Yeah. Ich brauchte erstmal Erde. So, jetzt pennen wir erstmal eine Runde, oder? Da war ein Huhn drin, das andere ist doch weggelaufen, glaube ich. Schlafen geht schon. Dann mal ab ins Bett. Erstmal pennen wir, damit wir die genau. Minuten in dieser Folge noch hier mit Produktion verbringen können.
Das sah gerade aus, als ob die Angelschnur noch draußen wäre, sondern ich habe so einen langen Faden da noch gesehen. Hab ich auch, ja. So, jetzt noch ein bisschen abbauen im Keller. Obwohl, da können wir... Ach, machen wir jetzt nicht. Da müsstest du eigentlich vom Haus runterbauen, damit du weißt, wo sozusagen der Eingang zum Keller dann ist, oder? Ja. So, die erste Schaufel ist weg. Wirft mich da jemand? Das geht das gar nicht. Ja, eigentlich geht das, wenn man jemand mit einer Angelschnur bewirft, dass der dann auch hinter einem, also dass man ihn mit der Angelschnur halt trifft. Ja, dass derjenige Schaden nimmt, ne? Ja, hat bei denen irgendwie nicht geklappt. Oh, ein Loch in der Decke, weil da Kies oder irgendwas ist. Ja, da war irgendwo Kies. Kies und Sand sind die einzigen Blöcke, die fallen können. Ja. Sand war es dann, da war nicht Kies, Sand war es dann. Ich laufe jetzt gerade nur die ganze Zeit durch die Gegend und jetzt weiß ich auch, was ich machen wollte. Genau, ich wollte was essen. Ich war Hunger. Ja, was wollte ich denn nochmal machen? Meine Güte. So, okay. Ich hab so und Hunger. Dann machen wir da einen hin und dann haben wir einen schönen Eingang und einen kleinen Keller. Habe ich denn noch Fackeln mit? Ja, habe ich. Gut, dann kann ich auch gerade ein bisschen ausleuchten, sonst haben wir hier nachher noch irgendwelche Monster drin, ne? Ja, das wäre schon nicht so gut wäre das dann, ne? Nö, vor allen Dingen so Creeper sind nicht so toll. Kommst du in den Keller, steht ein Creeper neben dir. So. Also mein Minecraft-Mädchen hat auch noch keine Manieren, das wirkt sich mal zurecht, wenn es fertig gegessen hat. Oh, jetzt muss ich erst wieder Erde haben. Und dann geht's weiter. Wenn ich schaffe, schaffe ich aber nicht. Doch, schaffe ich hier lang. Ich baue hier oben eine Werkbank hin, wo die ganzen Kisten sind. Das habe ich doch schon längst gemacht. Na egal. Aber ich sage ja, das liegt, denke ich mal, an dem Holz, womit du es machst. Aha. Das könnte auch sein. Weil, wenn du das mit diesem normalen Eichenholz machst, kriegst du den Fortschritt immer. Und wenn du das mit irgendeinem Birkenholz, glaube ich, machst, nee, aber ich bin mir da auch nicht so sicher. Wäre so eine Frage, die man vielleicht mal klären könnte oder ihr bei uns in den Kommentaren drunter weglassen könntet. Was davon stimmt, weil ich habe, wie gesagt, bloß die Vermutung. Schauen wir mal, wie wir das hinkriegen, ne? Jo. So, eine neue Kiste gemacht, wo die ganzen Erze reinkommen. Ja, da haben wir gleich auch ein bisschen mehr Ordnung hier oben. Eben. Gegebenenfalls kann das ja dann im Keller noch oder so, muss man dann sehen, wie wir das machen. Aber ich will hier vielleicht hinter die Kisten noch irgendwie so Zäune dran machen, weil die stehen da jetzt irgendwie so übereinander. So, wenn das so ein Regal wäre, wo die drinne sind. Ja, das ist halt so Schönheit dann, ne? Ja. Oder aber warte mal. Dafür ist ja unsere... schon unsere, wie soll ich sagen, wir sind ja tolerant, seit Österreich den Konflikt gewonnen hat. Ne? Ja, ja. Wir haben keine Frau mit Bart, sondern eine mit roten Schuhen. Sorry, aber der kam mir gerade so. Ja. Von daher kann auch eher zuständig sein für das schöne Regal, finde ich. So. Das sieht doch gut aus. Dann kommen wir. Ja, die ganzen Eichenholz. Schuppe fehlt wieder. Wir hätten das ganze Eichenholz mitgenommen. Wahrscheinlich ich. Wo bist du da oben? Und wahrscheinlich habe ich schon umgesetzt. Jo. Alles Zäune. Warte, ich bringe Eichenholz mit. Ich muss bloß von hier oben erstmal runterkommen. Dann kann ich aber trotzdem schon mal die Sachen, die ich noch im Inventar habe, einräumen. Ja. Oh, das war schön. Das war gut gesprungen. Das kommt mit zu den Erzen. Alles, was... Ja, Werkzeugkiste kann ich auch noch mal machen. Ja. Redstone kann ich auch mit zu den Erzen tun. Ja, erstmal ja, später kann man dann auch eine Redstone-Kiste machen. Ja, da kriegt man so viel von.
So, jetzt habe ich wahrscheinlich viel zu viel Erde, fällt mir gerade so auf, ne? Wenn man in eine Höhle geht, dann... Ja, gut. Vor allem auf Diamantensuche. Kommt drauf an, auch immer, was man mit dem Redstone machen will. Für manche Projekte hat man nie genug. Ja. So, gut, ich schaff mal das Holz. Ich hab mir jetzt die ganze Zeit hier die Sachen mitgenommen, nur ich tue sie nicht mal in die Erzekiste. Zack, oh. Das kommt da rein, das kommt da rein. Zack, zack, zack. Ich ordne es mal so ein bisschen nach Wert. Ah, ach so, mit halben Stufen geht das auf. Interessant. Ja. Weil wenn ein Block drüber ist, geht die Truhe ja nicht auf. Ich weiß, ich wollte das dazu machen, dass es so aussieht, als wenn das ein Regal wäre. Ja, das. Weil wenn die so in der Luft hängen, dann sieht das auch doof aus. Aber wenn halbe Stufen in der Luft hängen, sieht es auch gut aus. Okay. Nein, hier an der Seite wollte ich dann ja noch Holz machen. Ach so. Okay, Blöcke. Und dann wollte ich hier die Fackel wegmachen und die wollte ich dann hier so vormachen. Okay. Deswegen brauche ich ja Eichenholz. Okay, ist er jetzt drin? Aber ich glaube, die Schatten werden auch wieder länger. Ich glaube, Wir haben es auch wieder geschafft für die Folge. Ich baue noch einen Baum ab. Nein. Ich habe doch gerade oben Eiche reingetan. Habe ich Baum wieder zusammengeflickt. Ich habe gerade einen Baum mitten aus der Mitte ein Stück abgebaut. Ach, da oben ist was drinne. Bam, wieder zusammengekloppt. Ich mach gerade nur die Erde wieder weg. Sind nur noch 13 Teile, ja, dann bin ich da. Ja, guck mir dabei deinen Keller hier an. Ja, den kann man so abnehmen, auch wenn der Boden ein bisschen ungleichmäßig mit Stein und Erde gemacht ist. Aber das kann ja nicht werden. Das habe ich ja nicht gebaut, das war ja schon so. So, Erde ist weg. Wo ist das Tor? Gibt's hier überhaupt ein Tor? Ja. Da. Gut, Tür zu. Wunderbar. So, auch zu. Jetzt können wir rein. Seid ihr schon drinne? Ja. Ja, ich baue hier oben gerade noch was fertig. Okay. Ich glaube, oben oder unten ist ja egal, so dass wir erstmal hier auf das Gut. ordnungsgemäß abschließen. Ja. Ja, also ich würde dann sagen, bis dann bis zur nächsten Folge, Ciao Ikowski. Jo, genau, dann recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao. Bis dann, tschüss.